Mobilfunk. In Österreich viel zu hohe Netzstärke. Wer darüber spricht, dass das Ganze, dass man das beweisen muss, das brauchen wir nicht mehr beweisen. Es gibt in Österreich mittlerweile 40.000 Österreicherinnen und Österreicher, die an Mobilfunk erkrankt sind und unter dieser hohen Exposition leiden. Es gibt laut Umweltmediziner, österreichische Umweltmediziner, die Schätzung, dass zwischen 9% und 16% der österreichischen Bevölkerung an Symptomen durch die überhöhte Mobilfunkstrahlung leidet. Symptome sind schlecht schlafen, Kopfweh, Konzentrationsschwierigkeiten, Muskelschmerzen, Zahnweh, Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste, das ist online auch abzurufen. Und das heißt, wir brauchen nicht mehr darüber diskutieren. Jetzt kommt dieses 5G, was bedenklich ist, mehr als bedenklich ist, weil viele Experten, Mediziner warnen davor, seit langem schon. Und das gehört ganz schnell beendet. Obwohl ausgebaut wird, kann man es beenden, weil es ist nur eine Entscheidung. Und der Beweis, der lebendige Beweis, dass Mobilfunk, Strahlung für elektromagnetische Wesen schädlich ist, sind die Bäume. Wenn ihr euch die Bäume anschaut in Österreich, jetzt sind wir in der Steiermark, im grünen Herz von Österreich, sind wir gerade im Fürstenfeld, aber wer nach Graz fährt und sich dort im Schlossberg anschaut oder viele Bäume auf der A2 Richtung hinunter und weiter nach die Kürnautobahn, sieht, wie die Bäume in die Knie gehen, kaputt sind, geschnitten werden, auch jetzt für 5G gerodet werden, das geht nicht. Also es gehört da ganz schnell was gemacht. Und es gibt auch eine Aufklärungskampagne mit diesen grünen Informationsfoldern. Die, bitte mitnehmen. Ja, da liegen ganz viele hier. Einfach teilen. Es gibt auch eine Webseite dazu, baumsanierung.webnot.com. Und es ist eine Sekunde vor 12. In diesem Sinne kann ich nur aufrufen, da aktiv zu werden an euch alle und euch bitten, auch im Sinne der Bäume etwas zu tun. Weil geht es den Bäumen gut, geht es auch uns Menschen gut. Ja, danke schön.